So, jetzt ist Clement Bauer die Lokomotive für Ole Einar Bjørndalen. Und jetzt sehen wir es, 30 Sekunden Zeitstrafe für Ole Einar Bjørndalen, weil er zu früh gestartet ist, also zwischen 0 und 3 Sekunden zu früh gibt es die Zeitstrafe. Wenn du 4 Sekunden zu früh startest, bist du disqualifiziert. Also ich höre gerade offensichtlich 2 Sekunden waren es, wie er zu früh losmarschiert ist. Die Athleten müssen selbst die Uhr beachten und selbst darauf achten, dass sie zum rechten Moment loslaufen, werden nicht von einem Kampfrichter ins Rennen geschickt. Und wenn es dann so passiert, wie es Ole Einar Bjørndalen geschehen ist, dann ist das richtig bitter, zumal er hier richtig gut im Rennen liegt. Aber die 30 Sekunden werden ihn nachher den einen oder anderen Platz kosten. Vielleicht sogar den ersten, das wäre ganz bitter. Der gibt sich keine Blöße. Toller Rhythmus. Sicheres Schießen auch hier von Dmitri Malischko. Auch nach dem zweiten Mal am Schießstand ohne Fehl und Tadel. Genny Garanicev, auch schon 3 Treffer. Ah, Pfeiffer. Komm. Reagiert. Ja, bei rechts gedreht, nach vorne. Bjørndalen wieder fehlerfrei. Auch Bauer. So, Arndt Pfeiffer muss in die Runde. Schade drum. Svensson hat sehr schnell geschossen. Viel riskiert. Mit Ustjugov gemeinsam gehen sie zurück. Sehr gutes Schießen im Moment. Ja. Die haben alle aus den Erfahrungen des ersten Schießens gelernt, haben ihre Informationen bekommen. Es waren beim ersten Schießen etwas mehr Fehler. Auf der Strecke wurde dann informiert, dieses und jenes verstellen am Diopter und schon werden die Ergebnisse besser. Bleibt dabei 2 Russen vorne vor dem Franzosen Boeuf. Dann Clement Bauer aus Slowenien und der Tscheche Moravec. Wir schauen auf Simon Schimm. Erik Lesser, 4. Treffer. Ja! Ah, Simon Schimm muss abbiegen. Also, jetzt ist das Duo auseinandergerissen. Einer muss den Umweg nehmen, der andere gleich zurück in die nächste Laufrunde. Ja, und er hat es richtig perfekt gemacht. Besser geht's nicht. Der ist einer der stärksten Läufer zurzeit. Und wenn der noch fehlerfrei bleibt, dann ist da kein Kraut gewachsen im Augenblick. Ja, auch nicht für Emil Hägle-Svensson. Hier haben wir Karje Bö gesehen kurz. Da Simon Schemp. Allesamt im Oval. Viele Schmerzen bereitet, weil es eben einfach mehr Weg ist, als nötig wäre, als die Disziplin verlangt. 20. Rang für Simon Schemm, knapp 1,49 zurück. Er hat bei rechts gedreht und links daneben geschossen. Das ist dann immer bitter. Der Fehler, wenn er nicht gedreht hätte, wäre nicht passiert. Großes Trefferbild. Sicht heute deutlich klarer. Mhm. Großes Trefferbild, hat er einige Probleme gehabt. Und das deutsche Fähnchen ist von dieser ersten Seite verschwunden. Die ersten 5, alle mit 10 Treffer bislang. 2 Russen vorne, dann der Franzose. Martin Fourcade sehen wir hier auf der 2. Seite hinter Arndt Pfeiffer auf der 14. Ole Einar Bjørndalen auf der 11. Aber da müssen wir immer die 30 Sekunden noch oben drauf rechnen. Und dann ist er auch von diesem Tableau verschwunden auf der nächsten Seite. Hier kommen sie schon mit 40, 50 km/h angeschossen. Hoch. Svensson und André Moravec, ja. Hoch konzentriert. Auch in den Abfahrten gilt es hier wirklich konzentriert zu bleiben. Man kann sich nicht sehr regenerieren. Aha. Und das ist der Zweikampf zwischen Evgeny Garanicev und Alexis Boeuf. An Pfeiffer. War sehr zufrieden mit seinem Rennen gestern. Renneinteilung hat gepasst. Das hat ihm Mut gemacht für die kommenden Aufgaben. Der eine Fehler liegend hat ihn geärgert, klar. Den Zugauf haben wir kurz gesehen. Und da mittendrin in diesem Pulk. Arndt Pfeiffer.
Links mit der 7, Frederik Lindström. Gestern zweite Laufzeit, ganz schneller Mann, der Schwede. Mit der 17, Michal Slesinger, ebenso flott. Da hängt Arndt Pfeiffer hinten dran und hinter ihm Martin Foucault. Er könnte selbst, wenn er wollte, jetzt da nicht vorbei. Und kurz haben wir Dmitri Malischko wieder gesehen, vorneweg. Das die ersten Verfolger. Ja, Alexis Böff. Heute mit 4-mal Schießen, hat er gesagt. Klappt vielleicht mit dem Podest. Würde man mal richtig gut tun. Emil Heckler-Svensson. Immer der Zweikampf, auch mit Martin Fourcade und dem Gesamtweltcup. Der Führende, der Franzose, Emil Heckler-Svensson an 2. Und hier haben wir auch Clement Bauer gesehen mit Startnummer 14. Bei dem tut es mir immer leid. Das ist eigentlich ein ganz guter Liegenschütze, gehört mit zu den Allerschnellsten auf der Strecke. Verbaut sich aber regelmäßig im Stehendanschlag. Der Slowene wäre wirklich ein toller Athlet. Und jetzt haben wir gesehen hier, Martin Fourcade hat einen Weg gefunden. Er war ja da richtig schön eingerahmt. Aber jetzt hat er sich da rausgestohlen. Zwischengas gegeben an Arndt Pfeiffer und allen anderen vorbei. Das ist klar, dass der hier mehr will. Der Mann in Gelb. Und Arndt Pfeiffer hier vor Frederik Lindström. Er kann sich jetzt überlegen, ob er mit dem Franzosen mitgeht. Dönes, wir haben es gesagt, der gestern nicht ganz so gut ging. Emil Heckler-Svensson meinte gestern in der Pressekonferenz, ja, das ist so, mal ist er besser drauf, mal bin ich besser drauf. Und dann sind doch die Russen am besten drauf. Und dann waren es am Ende die Russen, die mächtig abgeräumt haben, gleich 4 unter den besten 6. Das ist schon unglaublich, wie die hier ins neue Jahr gestartet sind. Haben wir schon häufiger erlebt so in Oberhof, dass dort die ersten Spitzenresultate der Russen gezeigt wurden. Ja, ja, und da wird viel hin und her geredet und gekämpft mit den 4 Leuten da vorne in der Spitze drin. Dmitri Malischko. Kann das stehend genauso gut wie im liegenden Anschlag? Gestern konnte das. Ja. Man könnte fast einen Roboter dahinstellen. Ja, das ist alles gleich, da wackelt nichts. Schnell durchgezogen, frustrierend sicher für die, die da hinten kommen. Mächtig unter Druck gesetzt durch seine Vorstellung. 15 Schuss, 15 Mal von Schwarz auf Weiß. Mein lieber Mann, wer kann dagegen halten? Björn Dahl mit 2-3 Fehlern jetzt. Er wird das natürlich auch längst wissen mit seinen 30 Sekunden. Karanicev, Böf, vorne bleibt alles beim Alten. Svensson muss in die Runde. Auch Bauer gleich dreimal. Wieder, wie du es gesagt hast, schießt er sich hier raus. Gut gelegen im Kampf um die Podestplätze bis zum dritten Schießen. So, und jetzt. Jetzt sind die Scheiben von Arndt Pfeiffer eingeblendet. Gute Chance für ihn. Hier sind ein paar abgebogen. Ach, aber auch er muss den Umweg nehmen. Oh ja, der war in die Bewegung, voll in die Bewegung geschossen. Da wird es mal ganz, ganz still in der Arena. Warten alle auf seinen nächsten Schuss. Oh je, je, je. Gar nichts. Nee. Ach, ähnlich wie Miriam Gössner im Frauenrennen heute. Das hat andere Ursachen. 5 Fehler. Das hat andere Ursachen. Ja. Unglaublich. Auch einem solch erfahrenen Athleten wie Arndt Pfeiffer. Wahnsinn. Sie haben seine Reaktion gesehen. Fällt er richtig in sich zusammen. Und das ist jetzt ganz schwierig, da auf die weiteren Runden zu gehen. Auch Lesser mit Fehler. Da, Simon Cem kommt gut durch. Bis zum letzten Schuss. Nichts war's. Nichts war's mit dem Sprung. Ein paar Plätzchen nach vorne. Evgeny Garanichev. Ja.
Die Jungs haben es drauf da vorne. Alle Ehre, alle 3-0 Fehler bis hierhin. Ja. Malischko, Garanicev und Böff. Das ist die Gruppe, die vorne wegläuft. Erik Lesser auf dem 15. Platz. Im Moment, das ist das Tableau nach dem dritten Schießen. Malischko, Garanicev, Böff. André Moravec, sehr stark, auch der mit 15 Treffern. Dann Emil Hegle-Svensson, schon 3 Fehler, also 450 Meter ist er schon extra gelaufen. Und Erik Lesser, momentan bester Deutscher. Ja, der ist auf 15. Ja. Martin Fourcade, haben wir ihn. Ja, was geht jetzt in seinem Kopf vor? Dreht hier die Runden. Muss aufpassen, Sven Fischer hat es heute Morgen mal gesagt, als Athlet musst du da wirklich sauber mitzählen, dass du nicht plötzlich auch eine vergisst. Diese 5 Runden sind einfach 750 Meter mehr. Uiuiui. Ja, vielleicht hat er auch die berühmte Nähmaschine bekommen. Das heißt, ein Wackeln in den Oberschenkeln, ein Zittern. Oder er ist einfach nur innerlich immer mehr zusammengebrochen, nachdem die ersten beiden Schüsse nicht getroffen waren. Dann fängst du das Überlegen an. Mensch, das gibt's doch nicht. Dritter Fehler. Oh, und vierter und ach, und der letzte war auch nichts. Und gibst du innerlich auf. Das kann passieren. Immer wieder sieht man das mal im Stehendanschlag. Im Liegenschießen wie heute Vormittag, da war es dem Wind geschuldet. Das hatte heute andere Ursachen bei Arndt Pfeiffer, da bin ich mir sicher. Das war nicht der Wind. Und der Mann, der hier vorne wegläuft, von Beginn an, Dmitri Malischko, lässt bisher überhaupt nichts anbrennen. Und das sind seine ärgsten Verfolger, die es ihm gleich tun. Alexis Böff hat sich um einen Platz bislang verbessert, um einen entscheidenden. Damit würde er auf dem Podest stehen, aber einschießen, das haben wir ja noch. Und Emil Hegle-Svensson. 3 Fehler. 30 Sekunden sind sie weg von Malischko. Also auf den Fehler von ihm angewiesen da vorne. Und Emil Hegle-Svensson, kann er noch mal ein wenig Gas geben. Immer noch ohne Sieg hier in Oberhof.